Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Cloud Pirates mit dem Seras. Servus. Wir spielen beide eine Calamity. Und ich bin gespannt. Was macht denn, warte mal, was macht die Fähigkeit Impulsshift? Aha. Okay, jetzt geht's. Eben konnte ich irgendwie die steuern, warum auch immer. Ich bin mal gespannt, was die Waffen so drauf haben. Alter, was ist das denn für eine Fähigkeit, die da gerade einer raushaut? What the fuck? Das war vermutlich ein Tier 4 Schiff. Oh mein Gott, ich bin mir nicht sicher, ob es so gut ist, wenn wir hier sind. Au. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so okay. Aber hört das auch mal wieder auf? Alter! Boah, ich bin weg. Was habe ich für Haupt. Was habe ich für Front Cannons? Boah, Alter. Die haben da nicht mehr alle Latten am Zaun. Alter, wie viele Orbitalschläge sind das bitte? Alter, was ist das denn für eine Waffe? All shields are destroyed. Yo! Okay, also das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich kann dir sagen, was das ist. Die haben zweimal das Top-Tier 4 Schlachtschiff drin. Ey, wie soll ich mich denn dagegen wehren? Ohne Witz jetzt. Gar nicht. Wir müssen das Schlachtschiff zerlegen. Ich kann nichts machen. Ich bin sofort tot. Ja, sicher. Der Typ, weißt du, wo der hängt? Der steht irgendwo am Arsch der Map. Boah, das ist aber... Hab einen, hab beide. Abartig, die hocken beide hinter einem Felsen und spammen das nur noch. Die hocken bei E7. Lol, wo ist der denn jetzt hin? Was, bei E7? Mhm. Ich versuche mich mal von hinten anzupirschen. Ha, da hat der Penner versucht, mich wieder zu kriegen, ey. So ein Sackgesicht. Ja, das ist echt heftig. Also Vierer gegen Vierer fände ich gut, aber Dreier gegen Vierer ist zu heftig. Ist das Overlord, ist das die Klasse? Ja, das ist dieser dieses Schlachtschiff-Träger-Hybrid. Der hat solche Fähigkeiten, die kann er über die ganze Map feuern. So, ich versuche den jetzt mal zu kriegen. Ich versuche mich von hinten anzupirschen durch eine Wolke durch. Ricky. Pass auf, die sind zu zweit. Ja, ich hab's schon gesehen. Einer ist unten, einer ist oben. Welchen zuerst? Scheiße, den oberen. Die haben mich gesehen. Alter, wie die mich rund machen. What? Ich bin versucht, Matchmaking Sucks zu schreiben. Ja, Alter. Wäre gar keine Schnitte gegen. Wie oft können die das denn zaubern? Oder wie auch immer? Zu oft, meiner Meinung nach. Die machen das ja instant, die ganze Zeit. Ich versuche mich nochmal an den. Ich versuche es jetzt mal anders. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen Hit and Run mäßig.
Alter, wie wenig ich dem auch nur von seinem fucking Schild abziehe mit meiner Waffe. Das ist ja echt peinlich. Nee, also das ist viel zu stark. Ich sterbe einfach sofort. Ja. Witzlos, würde ich sagen. Ein bisschen. Wow, Quest completed. 300 Talent Redistribution Points. Alter, wie wenig Schaden ich jetzt mache auf einmal. Witzlos. So, erstmal die Hauptwaffe ausgebaut. Und von, die Broadsides und was von der Hauptwaffe? Da benutze ich die mittlere Linie. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Kann ich aber nicht komplett ausbauen, schade. Aber wie sieht denn das hier aus, Captain? Da konnte ich doch gerade mir ein Bildchen aussuchen, immerhin mal. Nehme ich die Ulla oder nehme ich den Typen? Nee. Talents. Ich kann mir ein Talent jetzt aussuchen. Was nehme ich denn da? Gear, Greed, Mediumships only. Mehr Gold. Ich bin erstmal auf Manövrierfähigkeit gegangen. Wo ist das? Das ist ganz links, der Baum. Gear. Mhm. Horizontal Speed and Acceleration. Cannons. Increase Speed. Cooldown. Increase Speed of Broadside Cooling Down. Was ist das hier? Increasing Holdability. Ja, mache ich auch erstmal. Ja, aber was nützt dir die stärkste Panzerung, wenn du dich nicht bewegen kannst? Jetzt, das zweite ist dann Schild. Dann wieder Acceleration. So, jetzt habe ich drei von den Dingern. Nein. Ich hasse es, wenn man aus Spielen direkt auf eine Website verlinkt wird und man nichts dagegen tun kann. Ja. Ich finde, da sollte mal irgendwie noch gefragt werden. Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir treffen diese beiden Ballerbuben jetzt nicht schon wieder. Naja, das finde ich auch nicht so prickelnd. Da haben wir keine Schnitte gegen. So, ich gebe dem Spiel wieder 30 Sekunden. Wenn nicht, machen wir gleich eine kleine Katze. Kleine Katze. Sieht aber ganz danach aus, als müsste ich es tun. Gerade sind irgendwie nicht so viele in der Warteschleife drin. Ja, bis gleich. Da sind wir wieder. Hat einen Moment gedauert. So, wie sieht denn das jetzt hier aus, die Waffe? Okay, die sehen jetzt anders aus. Da ist schon wieder eine Overlord im Gegnerteam. Ja, solange es nur eine ist, können sie das gerne machen. Geh mal zu D. Ja. Ach, mit dem Ding kann man sich durch Hindernisse durchporten, ne? Nö. Nee. Sah so aus, als hättest du dich gerade durch ein Hindernis durchgeportet. Nee, nee. Oh. Ach so, ich dachte schon, du bist eine Quicksilver. Och du Scheiße, wo kommen die denn her? Okay, hier wird's gerade ziemlich voll. Ey, jetzt noch nicht so. Oh! Mich so futsch. Oh,
Ah, und da ist die Overlord. Gruß an meine Schilde. Ne, 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 nope, 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 nope. Das war nicht so ein guter Sprung. Rückwärtsgang. Zusammenfliegen. Quicksilver sind ziemlich unfaire Schiffe, da musst du echt aufpassen. So, ich verstecke mich mal hinter dir. So, der hat's hinter sich. Ja klar, den Kill staubst du dir auch noch ab. Ah, warte mal. Wir sollten vielleicht den Konvoi attacken. Links ist auch noch einer. Ich will mir erstmal das Reparaturding da holen. Wir haben wohl auch eine Overlord auf unserer Seite. Ja, das ist schon praktisch, wenn man jetzt nicht mehr so doll zielen muss. Die sind auch nicht mal schwach. Ja. Boah, krass. Alle Module von mir sind kaputt, selbst alle Waffen. Alter, ich mache immer noch viel zu wenig Damage. What the fuck? Wo sind meine Schilde hin? Was zur Hölle ist da gerade passiert? Bekanntschaft mit der Quicksilver gemacht. Keine Ahnung. Ich bin tot. Ich versuche mich mal irgendwie hinter dich zu schieben, aber... Ja, sehr gut. Wir haben noch einen Heiler dabei. Angriff ist die beste Verteidigung. Wagner. So, ich würde sagen, jetzt lassen wir erstmal uns von dem Keller zusammenflicken. Ja. Was ein schönes Schiffchen, wenn es kaputt ist. So, das haben wir schon wieder verloren. Alter, aber sowas von. Ups. Komm schon, zerplatz. Geht doch. Alter, warum brenne ich denn schon wieder? Brennen ist uncool, habe ich gemerkt. Oh krass, gegnerischer Heiler brutzelt mich und unser verbündeter Heiler heilt mich. Tja, wenigstens bin ich nicht mehr gestorben. Naja, schade, ne? Schade. Das war übel. Aber Hauptsache mal ordentlich mit Gold zugeworfen worden. Wie viel Geld habe ich denn? Wie viele Punkte habe ich denn gemacht? Na, geht so.
Also Matchmaking ist echt nicht so pralle. So, erstmal noch den ganzen Scheiß. Erforschen. Was? Quest completed. Rare Treasure Map. Dann aktivieren wir die doch gleich mal und gucken uns mal an, was bei der Treasure Map noch rauskommt. Bam. Wow, die kostet aber direkt mal 558 zum Freischalten. Also Rubine. Was? Kriegst ja wieder, wenn das Spiel anfängt. Bam. So, gucken wir mal rein. 36.000 Gold, 52.000 Gold, 12.000 Experience, 13.000 Experience, 11 Tage Premium, 30.000 Free Experience. Soll ich die Premium-Zeit nehmen? Würde ich machen, ja. Collect. Bam, ich hab Premium. Voll gut. Ich würde sagen, das war's aber auch schon für heute. Und nächstes Mal hoffen wir mal, dass wir ein besseres Matchmaking bekommen. Macht's gut. Amen. Tschüss. Ciao, ciao.